Was haben der Kölner Dom, Silikon und Schokolade gemeinsam? Die Antwort findet sich hier im Schokoladenmuseum. Das Schokomuseum und der Kölner Dom sind ja die meistbesuchtesten Städte in dieser Stadt. Und deshalb fand ich die Idee von Frau Mrachert, dass wir mal was zusammen machen, ganz bezaubernd. Also sozusagen den Erfolg verdoppeln. Das Kölner Schokoladenmuseum und die Dombauhütte haben gemeinsam eine Ausstellung entwickelt, in der erstmals Skulpturen der wichtigen Kathedrale in Schokolade ausgeformt wurden. Rede und Antwort standen deshalb Museumsdirektorin Maria Machatsch und Dombaumeisterin Professorin Dr. Barbara Schock-Werner auf der Pressekonferenz. Schokolade wiederfinden. Anschließend führte die Dombaumeisterin die Interessierten durch die einzigartige Ausstellung. 31 Skulpturen sind noch bis zum 15. Februar 2012 zu sehen. Heilige, Musikanten, Wasserspeier und Hexen sind hier in Schokolade abgebildet. Die Originale aus Stein sind für den Betrachter mitunter kaum zu erreichen, da sie in unzugänglichen Nischen oder auf Zinnen thronen. Brauchen die Bildhauer und Steinmetze mitunter Monate und Jahre für eine Figur, so formte der Maître Chocolatier die süße Gestalt in gerade mal 3 bis 5 Tagen. Aber der Herstellungsprozess ist knifflig und hier kommt das Silikon zum Zuge. Und der Silikon ist so biegsam und flexibel, das muss er sein, um nachher kein Stück abbrechen zu können. Kann ich das aufbiegen und kann dann die Figur so rausholen, so wie Sie die jetzt hier sehen. Das ist natürlich das eine Problem dabei ist, weil die Silikonmasse praktisch wie eine Isolierung wirkt. Ja? Und dadurch kann dann die Kakaobutterkristalle, die auskristallisieren und dann eine Wärme abgeben, die kann dann nicht raus, die Wärme. Und dadurch wird dann nie der Schokoladenton original wiedergegeben. Dann haben Sie so ganz weiße Schleierschichten da drauf. Und das ist praktisch nur Kakaobutter, die nicht ausdunsten konnte. Und wenn Sie die dann nachher rausnehmen, haben Sie dann weiße Figuren oder weiße Flecken drauf. Und die kannst du mit Airbrush bearbeiten und dann hast du nachher eine einwandfreie Schokoladenfigur. Der kleine Wasserspeier wiegt gerade mal 4 Tafeln Schokolade. Die heilige Barbara hingegen schon 13 Kilogramm. Die meisten Kalorien aber hat die heilige Katharina mit ihren 41 Kilogramm und einer Größe von knapp 1 Meter. Für den Verzehr sind die Skulpturen nicht unbedingt geeignet. Wir haben hier Schokolade genommen, die für den weiteren Verzehr nicht mehr geeignet war, überlagerte Ware bzw. MAD abgelaufen. Wer eine der Skulpturen sein eigen nennen möchte, kann über die Homepage des Schokoladenmuseums auf diese vorab bieten. Denn im Frühjahr 2012 werden die Skulpturen zugunsten der Dombauhütte verkauft. Für alle anderen lohnt sich aber der Besuch der Ausstellung. Und vielleicht haben im Anschluss die Besucher das Bedürfnis, einmal die Originale im Dom zu suchen.